Hallo und herzlich willkommen zu Part 25 von Destiny. Das letzte Mal haben wir aufgehört und ich meinte noch, dass wir wahrscheinlich zum Turm müssen, unsere Quest abgeben. Jetzt habe ich allerdings zwischenzeitlich mal ein bisschen im Koop gespielt mit dem Fluch hier. Wir haben uns ein bisschen, also ich habe mich ein bisschen aufgelevelt. Nicht viel, ich glaube, ich bin immer noch dasselbe Level, aber ein bisschen mehr Erfahrung und habe ein paar neue Sachen bekommen. Um mal zu sehen, wie das so ist, das mal zu zweit zu spielen. Das hat auch echt Spaß gemacht, sind aber trotzdem enorm oft draufgegangen, lustigerweise. Aber naja, ist halt kein super leichtes Spiel, soll es auch nicht sein. So, jetzt ist die Frage, wohin geht's? Wir können mal gucken, was es hier beim Riff gibt. Was denn das? Ja, hier, die Erwachten, das Riff, Asteroidengürtel, Level 10 Story. Reise zur Heimat der Erwachten und finde heraus, was sie über den Schwarzen Garten wissen. So, das machen wir. Ganz kurz, gucken wir aber nochmal. Ich zeige euch mal, was ich gefunden habe. Ich glaube, der Helm ist neu. Ich hatte ja, es war glaube ich auch das Ende vom letzten Teil, wo ich aus Versehen den neuen Helm völlig zerstört habe, den ich eigentlich anziehen wollte. Jetzt habe ich aber ein wunderbares neues Exemplar. Den können wir deswegen jetzt wirklich zerlegen. Und kriegen dafür sogar Saphirdraht zweimal. Super, dann haben wir hier Panzerhandschuhe. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht mehr genau, was wir gefunden haben. Ich zeige euch alles nochmal. Brustschutz. Ah ja, den kann ich noch nicht tragen, aber ein schönes Exemplar, oder? Ich freue mich schon aufs Aufsteigen. So, dann können wir den hier kaputt machen. So, dann haben wir, die brauchen wir auch nicht mehr. Mein Gott, wir kriegen Glimmer ohne Ende. So, ich habe hier ein neues Maschinengewehr bekommen mit 101. Wir hatten ja vorher den Raketenwerfer, der war ja auch super. Das können wir natürlich jetzt auch zerlegen. Super, hier haben wir unser Scharfschützengewehr, da haben wir das hier noch gehabt, das kann weg. Hier habe ich jetzt ein Automatikgewehr mit 99er Schaden, das heißt das Scoutgewehr mit 91er Schaden kann auch weg. Die Handfeuerwaffe mit 101, da habe ich ein bisschen gekämpft, finde ich überhaupt nicht gut, weil einfach die Feuerrate so super gering ist, das hat echt keinen Spaß gemacht. Ja, gucken wir nochmal ins Inventar. Ja, ich habe jede Menge Zeug mittlerweile. Ich weiß nicht, ob das neu ist. Verbrauchsgegenstand Ethersaat hatte ich, glaube ich, auch schon. Die Beutezüge sind aktiv. So, jetzt wisst ihr wieder total Bescheid. Seid auf dem neuesten Stand. Auf zum Riff. Und starten. Das alles her? Während des Untergangs flohen alle, die konnten, von der Erde. Bis hierher haben sie es geschafft. Und das war's dann wohl. Der reine Friedhof. Wie haben die Erwachten überlebt? Das weiß niemand. Eindringlinge bei Peilung 127. Ihr seid in Erwachtengebiet eingedrungen. Nennt euer Anliegen, sonst wird das Feuer eröffnet. Sieh nicht mich an. Sag irgendwas. Wir kommen von der Erde. Wir suchen den Rat der Erwachten. Folgt meiner Flugbahn. Jede Abweichung wird als Angriff betrachtet. Das muss der richtige Ort sein. Warum sind die richtigen Orte immer so beängstigend? Ich weiß es auch nicht. Trau der ganzen Nummer da auch noch nicht wirklich. Das irgendwie sieht es wie ein Hinterhalt aus. Aber eigentlich hätten sie uns dann auch gleich angreifen können. Von daher schauen wir mal. Diese Grimoire-Karten, die braucht auch kein Mensch, oder? Korrigiert mich, wenn ich mich irre, aber ich habe mich da bis jetzt noch nicht angemeldet, um mir das anzugucken. So, das sind also die Unbefugten, die eine Audienz wollen.
Wir wollten nichts Unrechtes tun. Die Königin persönlich entscheidet, wer in ihr Gebiet darf und wer nicht. Ich? Ich finde ja, sie muss sich nicht um alles kümmern, was am Riff angeschwemmt wird. Aber da wären wir. Wir möchten um Hilfe bitten. Gefallene! Es fürchtet die Gefallenen. Es versteht nicht, dass diese hier zu mir gehören. Gib mir meine Waffe wieder. Verzeihung, Eure Hoheit. Ich bin ein Hüter von der Erde. Wir suchen den Schwarzen Garten. Warum? Wir wollen die Dunkelheit in seinem Herzen besiegen. Ihr wollt ein Schlachtfeld aus dem Garten machen. Wie einfallslos. Wisst ihr, wo er ist? Jeder weiß, wo er ist. Die Frage ist, wie kommt man rein? Könnt ihr uns helfen? Und warum sollten wir das tun? Die Königin ersucht ihren Bruder um Rat. Aha, die zwei sind ein bisschen weird. Geschwister also, ja? Irgendwie ist die Königin mir sympathischer, auch wenn die ziemlich irre daherredet. Und uns als Est bezeichnet hat. Ja, das ist gut. Aber der wirkt schon ziemlich böse. Warum nicht? Wir machen euch einen Schlüssel. Toll, was? Toll, was? Bringt uns den Kopf eines Vextor-Lords. Ein Torlord? Warum wollt ihr einen Vex-Kopf? Oh, wir nicht. Und wir bekommen wohl auch keinen. Aber nur so kommt ihr in den Schwarzen Garten. Wir kommen wieder. Oder stirbt auf der Venus. Egal. Ich weiß nicht, ob es nur an diesen leuchtenden Augen liegt, aber die wirken schon ziemlich dämonisch auf mich. Aber mal schauen. Mit wirklichen Verbündeten kann man wohl auch nicht rechnen, zu Zeiten wie diesen. Wir müssen mal zurück zur Venus und uns einen Kopf holen. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. So, das war ja mal kurzer Aufenthalt. Also, weg vom Riff, zurück zur Venus. Södele, da haben wir Level 12 und Level 11. Ich bin Level 12, mach aber natürlich Level 11, weil ich bin ja nicht verrückt. So, was heißt denn hier Level 11 normal? Du und deine Gegner wurden fair ausgewählt. Entschlossenheit wird dich zum Sieg führen. Dann ist das eigentlich schwerer. Es ist doch Level 11, verstehe ich nicht. Da kriege ich auf jeden Fall plus 3000. Ach, da könnte ich das dann nochmal ändern auf sehr schwer. Ich will das auf normal spielen. Ja, also, okay. Habe ich ja noch. Aber da kann man es ändern, wenn man sich schon weiter hochgelevelt hat. Was ich ja zwischenzeitlich mal probiert habe, aber mal ehrlich, es dauert mittlerweile ewig, sich hochzuleveln. Also nehmen wir die Story-Missionen, wie sie kommen. Bevor du wahnwitzige Versprechen gibst, solltest du mit mir reden. Wenn wir einen Torlord ausschalten wollen, müssen wir wissen, wie die Dinger funktionieren. Finden wir den Größten, den wir erwischen, und schnappen uns sein Gehirn. Das klingt ein bisschen ekelhaft. Da sind wir. Okay, es gibt eine starke Wegsignatur an der Küste. Erledigen wir das Ding und bringen seinen Geisteskern zu einem der alten Labore der Akademie. Machen wir also.
Jedes Mal, wenn ich dieses verdammte Fluggerät rufen will, schmeiße ich eine Granate. Warum ist das so? Ich sag ja, ich brauche echt den großen Auftritt. Ich kann mich in kein Gebiet schleichen. Ich muss immer irgendwas kaputt machen und möglichst viel Krach. Nur so fühle ich mich wohl. Wow, Batz. Okay, wir müssen da irgendwo lang. Auf jeden Fall andere Spieler unterwegs. Das ist nicht verkehrt. Aber die sind, glaube ich, auch ziemlich weit weg. Hier unten in der Senke sind welche drin, ne? Sonst habe ich die nachher im Rücken, wenn ich hier es nicht kaputt mache. Ich muss erstmal wieder reinkommen, Leute. Ich hatte ja eben nur Gequatsche. Jetzt muss ich erstmal wieder das Kämpfen lernen. Vor lauter rumstehen und reden. Weiß ich nicht mehr, wie man abdrückt. Aber das geht noch. Es klappt alles. Verdammten Schweber. Streberschweber. Guten Tag. Sie haben da was im Auge. Ich glaube, es ist mein Messer. War ich hier eigentlich schon mal? Was ist denn hier so los? Gucken wir doch mal kurz. So viel Zeit muss sein, ne? Wir können nicht immer hier nur Mission, 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 Mission. Das geht ja nicht. Müssen auch mal gucken, was es hier so gibt. Ich will ja immerhin auch noch mal Geister finden und Gedöns. Wieso gibt es hier ein Gebäude, zu dem es keinen Eingang gibt? Wollt ihr mich verärgern? Geht's echt nicht rein, ne? Ist ja blöd. Blöd, blöd, blöd. Boah, mir in den Kopf gestoßen. Ne, hier geht's nicht rein. Oh toll, sind die alle wieder da? Ich bin begeistert. Verdammtes Respawn-Gedöns. Na, sage mal. Jetzt übertreibt er aber. Ist doch kein Grund, mich zu erschießen, nur weil ich mich hier ein bisschen umgeguckt habe. Das war aber ein toller Hüpfer. Na, wo bin ich denn? Ach, die Schweber. Die Schweber wieder. Mal die zwei da hinten kommen an. Haben mir auch noch nicht wirklich geholfen. Jetzt ja. Hallo. Na, wie ist es? Sammelt ihr gerade mein Loot ein? Na, wunderbar. Na, wunderbar, Leute. Schön, dass ihr dabei seid. So. Wer weiß, wie lange der Scherz hier dauern soll. Wir fahren. Irgendwann mal ankommen. Ja, ja, ja. Ihr könnt ruhig schießen. Ich fahr weiter. Okay. Wow. So. Da. Folge der Küste. Aber weiter ging es jetzt auch nicht, oder? Euch das mal an, wie weit das ist. Ich glaube, so weit war ich auch noch gar nicht. Wow. Was haben wir hier für ein Level? Level 10, okay. Mal gucken, was da oben los ist. Nichts mehr viel. Gucken, was die fallen gelassen haben. Okay, das war's noch nicht. Okay. Schweber.
Das ist schon nicht so einfach. Oioioi, Level 14, Plündeter, Echteter. Wieso schicken die mich denn mitten in dieses Gebiet? Mit... Und sagen, das wäre eine läppische Level 11 Mission. Ist doch Quark. Lass mal abhauen hier. Direkt vor uns. Wow. Eine extrem starke Wegsignatur. Genau, wonach wir gesucht haben. Okay. Ist das so eine Harpie? Oh Mann, ey. Wenn wir was aus das letzte Einhorn gelernt haben, dass Harpien böse sind. Böse, böse Harpien. Oh, wow. Okay, kurz sammeln. Nachladen. Warten, bis die Gesundheit sich regeneriert. Goblin töten. Den töten. Super bereit. Wow. Immerhin keine Dunkelheitszone. Ich meine, eine gute Sache hat es. Wow. Okay, 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 okay. Konzentrieren, konzentrieren. Oh Mann, ey. Wow. Na Scheiße. Aber guck mal, meine Superwaffe hat auch wieder Munition. Wow. Mann, ey. Okay, los jetzt. Keine Munition. Die waren gerade auf dem Weg zu mir, habt ihr gesehen? Aber ewig reicht doch meine Munition nicht. Munition. Meine Munition nicht! Zu viel Weeds geguckt. Das spielt übrigens im Moment. Ich bin jetzt Ende Staffel 4, Anfang Staffel 5 in Mexiko. Ich weiß ja nicht, ob es weiterhin so ist. Bitte nicht spoilern für alle, die die Serie auch gucken. So viel Folgen geguckt. Jetzt habe ich auch schon so einen spanischen Akzent. Yes! Sucker! Gut, die kriege ich auch noch platt, die Kleinen, die da jetzt eventuell noch leben. Mir scheißegal. Der ist im Sack auf jeden Fall. Ja, Vex Geisteskern. Super gut. Faszinierend. Auf zu dieser Forschungsstation. Was für eine Forschungsstation? Wo muss ich denn da hin? Ach, da. Okay. Los. Gab's ja echt nichts zum Aufsammeln. Manchmal besonders viel Munition. Nee, komm, lass mal abhauen hier. Nachher kommt doch dieses Riesending wieder. Nix wie weg. Immerhin haben wir den großen Kasperkopf schon mal besiegt. Das ist doch schon mal was. Die Geisteskerne sind biologisch. Es gibt aber keine Verbindung zu uns bekannten Lebensformen. Ich bin gespannt, was man über sie weiß. Hinten ist auch noch ein Level 10er. So, Leute, ich würde sagen, das war doch schon mal ganz interessant, dass wir uns den Kopf schon mal holen konnten. Alles Weitere seht ihr dann im nächsten Teil von Destiny. Bis dahin, ciao.